herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outdoor Illner. Das hier ist ein kleiner Nachklapp zu der großen und fantastischen Carbar Tactical Spork Test Folge. Denn mir ist aufgefallen, da ist doch einiges unerwähnt geblieben. Gut, um das mit euch durchzusprechen, setze ich erstmal meine Tactical Brille auf. Und jetzt wechseln wir die Perspektive. So, großer Nachteil ist, jetzt sieht man weniger von mir, aber dafür sieht man mehr vom Tactical Spork. Ich zeige das schöne Teil euch nochmal. Eine Sache habe ich letztes Mal nicht besprochen und das ist ganz unüblich für mich, weil das sonst eigentlich mein erster Gedanke ist, wie sieht es denn waffenrechtlich hiermit aus? Und da muss ich erstmal voranschicken, das hier ist keine Rechtsberatung, also mit anderen Worten alles Quatsch. Trotzdem, ich sondere ihn ab. Wisst ihr, was in Deutschland verboten ist? Nicht nur unter das Führungsverbot fällt, sondern auch unter das Besitzverbot, Klingen, die in Alltagsgegenständen versteckt sind. Deshalb kann man sich ja fragen, ist das überhaupt erlaubt, so ein Ding zu besitzen? Oder ist das eine hochgefährliche illegale Waffe? Da ich dieses Ding besitze, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie ich diese Frage beantworte. Und zwar ist diese Klinge nicht versteckt hier drin, sondern nur aufgehoben. Warum nicht versteckt? Weil es ein Gegenstand ist, bei dem man mit einer Klinge rechnen kann, nämlich Besteck. Es ist Multifunktionsbesteck, das sieht man ja auch schon hier oben, ne? Am Göffelkopf, halb Gabel, halb Löffel, und dass hier noch eine Klinge irgendwo dran ist, ist ja ganz klar, also zumindest stets zu erwarten. Genauso wie bei einem Schweizer Taschenmesser, da ist ja auch eine Klinge nicht drin versteckt, sondern einfach drin aufgehoben. Man rechnet bei einem Taschenmesser damit, man rechnet bei Multifunktions-Campingbesteck auch damit. Jetzt wäre die Sache vielleicht etwas diffiziler, wenn hier in dem Plastikding eine Stahlklinge wäre. Generell geht zwar scheißegal, woraus die Klinge besteht, Messer bleibt Messer, aber hier in dem Kontext wird doch ziemlich ersichtlich, dass es sich um Essbesteck handelt und um nichts anderes. Es wird immer Tactical genannt in irgendwelchen Vorstellungsvideos. Auf der Verpackung stand nichts von Tactical, da stand nur Spork. Insofern, ich würde aber sagen, gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders nützlich von einem deutschen Gericht, aber Tactical ist hieran vor allem, dass es ein bisschen aussieht wie eine Handgranate, dass es schwarz ist und all der Scheiß. Also dass es halt cool ist, ne? Darum geht's. Trotzdem würde ich eben auch ganz handfest juristisch als Laie auf jeden Fall sagen, dass was Tactical daran gemeint ist, zumindest nicht die Klinge ist, sondern die Hau-drauf-Form. Bam, bam, bam. Hier draußen ist so ein unglaublicher Krach, das glaubt mir kein Mensch, ja. Hier bollern mal wieder Flugzeuge drüber. Die Autos sind auch direkt daneben, machen Krach. Leute, gackern auf der Straße. Ich gehe rein. Ja, weil es euch nicht passt, weil sondern wieder sagt, Indoor-Illner, kann ich sagen, leck mich am Arsch, Leute. Trautes Heim, Glück allein. Ja, so. Hier werden wir jetzt die Rezension fortsetzen und ich habe noch eine Überraschung für euch, die keine Überraschung ist, wenn ihr den Titel des Videos gelesen habt. Wir haben nämlich noch was Zweites getestet. Ja, wie man sieht, habe ich hier eine recht eigentümliche Weise der Ordnung entwickelt. Ich hänge Sachen auf, ja, ne, an die Laternenpfähle mit ihnen, um dadurch zu verhindern, dass sie auf dem Boden liegen. Also es ist geordnet, es ist keine Unordnung, kann kein Mensch behaupten. Ja, aber vielleicht wollt ihr euch das mal genauer anschauen. Warte, hoffentlich kriege ich das hin. Ja, 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 ja. Ah, sehr schön. Also, hier sieht man das Grundgesetz. Ach, verdammte Scheiße. So, so, Moment, Moment, ich hab's gleich. So, hier sieht man das Grundgesetz. Umrahmt von einer bunten Truppe, der Demokratie auf die Wänste geschrieben ist. Jeder trägt einen Buchstaben, ja. Wirklich schön ist eine Postkarte von den Grünen. Ich habe sie aber nicht von den Grünen bekommen, sondern, Achtung, ne, das war die falsche Richtung, sondern von Martin Sellner. Da sieht man auch, wes Geistes Kind der ist. Eine ganz klar kontrollierte Opposition. Ich aber auch, ne, dafür habe ich es mir aufgehangen. Also, soll uns alles denn interessieren? Es geht, was uns interessieren soll, das wird sich auf diesem Tisch hier abspielen. Also stelle ich nochmal die Kamera um und dann geht's los. So,
waffenrechtlichen Aspekt des Non-Tactical Civil Spork von Kabar habe ich damit wohl abgehandelt. Jetzt kommen wir zurück zu der eigentlichen Frage, was nutzt das Teil? Ihr wisst ja, ich habe eine Dose damit zumindest penetriert, um es mal unter dem Hashtag NoHomo etwas vulgär zu sagen. Und wir schauen uns jetzt nochmal genauer an, was das mit der Klinge gemacht hat. Da stellt man fest, sie ist noch da, das ist ja schon mal erstmal gut. Ja, sie hat definitiv Schaden genommen, also es ist stumpfer geworden. Die Spitze ist auch nicht mehr so spitz wie früher. Aber das Ding kann man noch verwenden, nehme ich an, das werden wir aber auch testen. Ne? Ich bin alles in allem überrascht, dass das so wenig Schaden genommen hat, davon, dass ich es durch eine Büchse gehauen habe. Also da bin ich schon mal positiv überrascht, was den Löffelaspekt angeht, den habe ich da durchgewunken in dem Video. Weil es war eine ziemlich dickflüssige Suppe. Allerdings, wenn sie dünnflüssig wäre, dann wird man schnell merken, ja, das ist ein etwas kleiner Löffel. Also viel passt da nicht rein. Das liegt natürlich auch daran, dass es ein Göffel ist. Also hier die Gabelzacke, da kann was durchfließen. Aber dann hätte man das hier hinter ein bisschen bauchiger machen sollen. Hat man leider versäumt. Das gibt natürlich Abzüge in der B-Note. B wie besonders gut zum Löffeln geeignet. Ist es nämlich nicht. Hier ist mal ein Löchlein gewesen, auf der anderen Seite genauso, das habe ich zugemacht, das war nämlich ein Fenster zu dem großen Loch, in dem das Messer steckt und wenn man damit Suppe göffeln würde, dann wird natürlich die Suppe da rein suppen und dann wird das Messer voll gesuppt werden. Das fand ich nicht gut, deswegen habe ich die zugemacht, das muss man dann aber auch halt machen. Ich habe mich auch gefragt, warum sind die da, habe dann gedacht, ah ja klar, damit hier die Klinge abtropfen kann. Dann habe ich mir gedacht, Moment mal, bei der Klinge hier rostet ja sowieso nichts, also was soll da groß abtropfen, ist doch alles total für die Katz, ne? Also Löchlein muss man, oder macht man am besten zu. Da haben sie bei Kabar nicht richtig nachgedacht, würde ich mal fast unken. Wie gut kann man die Zacken des Göffels zum Gabeln verwenden? Das werden wir jetzt testen und da kommen wir zu Testprodukt Nummer 2. Natürlich. Wah! Der ist mir fast aus der Packung gefallen. Trolley Burger XXL. Eine Sache, die haben die bisherigen Outdoor- und Survival-YouTuber versäumt, den Trolley-Burger auf seine Auto-Survival-Eignung zu testen. Ich hole das jetzt endlich mal nach, denn es gibt ja so Outdoor-Burger aus der Dose und so weiter, die keinen so guten Ruf genießen. Warum nimmt man nicht den unverwüstlichen Trolley-Burger in MHD? Moment, wann, bis wann sind die haltbar? Boah, also noch über ein Jahr. Und ich nehme an, man kann es auch danach noch so ein Jahrhundert lang verzehren. Ist schon ein bisschen dreckig, weil ich den schon mal rausgeholt hatte. Ist ja egal. Also das Ding ist lange haltbar. Auf jeden Fall. Das lag auch bestimmt ewig im Regal. Und ich habe es auch schon eine Weile. Also ja. Wie sieht es mit den Nährwerten aus? Die stehen leider nicht drauf. Deswegen habe ich mir die rausgeschrieben und drauf geklebt. 339 Kilokalorien, heiliger Bimbam, das geht ja gerade so. Also ist jetzt nicht so besonders, aber mein Gott. Davon Zucker 47 Gramm, insgesamt sind 78 Gramm Kohlenhydrate, ne? Eiweiß 5,1, das ist so viel wie so und so viele Maden bei Bear Grylls. Ne? Salz 0,2 Gramm, man kriegt also keinen Durst davon, das ist schon mal gut, oder kaum Durst. Natrium 0,08, für Natrium-Fetischisten definitiv eine Überlegung wert, aber nur eine sehr kleine, ich würde mal sagen 0,08% Überlegung wert. So, gut, ja, das war's, noch lange nicht. Denn MHD und Nährwerte sind nicht alles. Sehr wichtig ist beim Survival, das wissen wir Experten, vielleicht wisst ihr es auch, dann seid ihr aber trotzdem noch lange keine Experten.
weil da gehört noch einiges anderes zu. Sehr wichtig ist das Psychologische, der psychologische Effekt. Das heißt, wie fühlt man sich, wenn man im Wald mit so einem Trolley-Burger sitzt? Nun, ich kann sagen, durch die täuschend echte Gestaltung des Trolley-Burgers, ne, hier sogar das Blatt hat hier Konturen, fühlt man sich natürlich direkt wie in einem Burger-Restaurant und denkt, ach, was ist das schön. Ne? Also man fühlt sich doch sehr gemütlich, man denkt, man ist aufgehoben und das ist ja ganz nett. Natürlich kann man da als Einwand bringen, aber ist das nicht durch und durch amerikanistisch? Warum hast du keine Trolley-Bockwurst, Gummibockwurst oder so dabei? Nun, ich glaube gar nicht, dass es die gibt. Der Trolley-Burger, mit dem bin ich aber auch über meine Kindheit verbunden. Man muss ja nicht leugnen, was man halt so an Amerikanisierung mitgekriegt hat. Nutzt ja auch nichts. Ne? Wir können natürlich alle so tun, als hätten wir immer nur Sauerkraut gegessen als Kinder und setzen uns mit einer Pipette ein Tränchen auf, wenn wir irgendwo Gummisauerkraut sehen. Ne? Aber wir wollen ja auch realistisch bleiben. Trotzdem will ich der Amerikanisierung keinen Vorschub leisten, will hier nichts bewerben, was im Zeichen dieser Amerikanisierung steht. Deswegen habe ich mir eine Ausrede ausgedacht. Trolley, ne? Trolley, das ist etwas, was das Amerikanische am Burger neutralisiert. Aus einem einfachen Grund, Trolle sind immer rechts, ja. Und Amerikanisierung ist links im allerweitesten Sinne. Also neutralisiert, bumm, zack, aus, Ende. Es ist alles nur Ironie, hahaha. Und keiner ist am Ende weniger deutsch, wenn er das Ding gefuttert hat. Sag ich jetzt mal. Und damit wäre das wohl gerechtfertigt. Und der psychologische Plus-Effekt bleibt trotzdem erhalten, weil es ist halt sehr lustig, etwas aus Gummi zu essen, was eigentlich normalerweise gar nicht aus Gummi ist. So. Wir essen den Trolley-Burger mit Göffel und Messer. Natürlich. So natürlich ist es eigentlich nicht. In der Notsituation denkt man vielleicht, da scheiße ich drauf. Ich habe hier sogar einen Trolley-Teller quasi. Aber es gibt gute Gründe, den Trolley-Burger so zu verzehren. Erstens, Rationierung, nicht zu verwechseln mit Rationalisierung, da bin ich ja voll dagegen. Aber man kann sich so halt den Trolley-Burger besser einteilen. Ne? Und dann hat man länger davon und das ist ja auch ganz gut. Wir fangen mit der dreckigen Oberseite an. Es gibt aber noch einen sehr guten Grund, warum man mit Göffel und Messer essen sollte. Und nicht einfach mit den dreckigen Pfoten. Das hat nichts mit dem Dreck der Pfoten zu tun, obwohl damit wahrscheinlich auch. Das ist schwierig hier. Gut, da merkt man schon, da stößt jetzt hier das Messer an seine Grenzen, weil das ja doch sehr zäh ist. Gut, aber wir werden das hier gnadenlos zeigen. So. Es gibt noch einen Grund, warum man zivilisiert oder sagen wir kultiviert essen sollte, und den erfährt man zum Beispiel im hervorragenden Film Panik im Jahre Null aus dem Jahre 1962, Schwarz-Weiß-Film, postapokalyptisch, eigentlich einer der besten, wenn nicht der beste Postapokalypse-Film, den ich so kenne. Und warum? Weil sich die Leute da drin nicht wie Idioten verhalten und weil da ein sehr klassisches Rollenbild vertreten wird, aber egal. Sie verhalten sich nicht wie Idioten. Eine Szene ist ein bisschen komisch, da überqueren die so eine Straße und machen dann komisches Zeug. Ansonsten verhalten die sich echt klug. Und das ist auch ein schöner Film für Prepper und andere Gestalten. So, wow, lässt's. Also es ist nicht vergleichbar mit dem Irrsinn, der sich immer in neueren Filmen abspielt, wo dann alle wie kopflose Hühner rumrennen oder ganz utopische Sachen bauen, mit denen sie dann irgendwelchen noch bescheuerter agierenden Feinden trotzen, die aus vollkommen unauffindlichen Gründen lächerliche Grausamkeiten am laufenden Band begehen. Ja. Nein, das ist schon wesentlich realistischer. In Panik im Jahre Null, klare Empfehlung. So. Ein bisschen Salat für die Gesundheit. Also die psychologische Gesundheit. Man denkt halt, man will sich was Gutes tun. Also man hat zumindest den Salat-Placebo-Effekt. Ne? Ja, man sieht also hier kämpft das Messer schon. Das geht nicht gut, das geht überhaupt nicht gut. Vergleichen wir es nochmal mit dem klassischen Campingbesteck à la Sellner, ne? Also es ist hier so das identitäre Besteck verglichen mit dem Civil Tactical Besteck. Also wie funktioniert das?
Ja. Also hier knickt schon mal die Gabel ein, das finde ich schon mal total scheiße. Da muss man die hier unten greifen, das ist schon mal nicht so gut. Ja, und selbst dieses Messer hier schlägt sich nicht so gut. Unbeschädigt den Teller mehr als das Carbar Civil Technical Knife. Bisschen Käse. Probieren wir das hier nochmal. Ja. Gut, ich habe mir hier ein sehr schwieriges Testobjekt ausgesucht. Muss ich sagen. Es sagt auch nicht viel darüber aus, ob die Gabelelemente am Göffel wirklich greifen oder nicht. Ja, also, ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt von meinem eigenen Test halten soll. Also, ich will jetzt mal langsam zum Ende kommen. Und dann würde ich sagen, sind wir gleich auch, kommen wir zum Fazit. Das ist, wenn ich runtergeschluckt habe. Aber das kann noch dauern, ey. Also Fazit erstmal zum Trolley-Burger. Es schmeckt schon irgendwie scheiße. Ne? Also das muss ich jetzt mal so ganz drastisch sagen. Klar, es hängen Kindheitserinnerungen daran. Oder, ich kann mich noch erinnern, wir waren mal mit der Schule irgendwie in einem KZ oder einem Theaterstück oder irgendwas. Und dann sind wir zurückgefahren mit dem Bus und da hatte irgendwer Trolley-Burger dabei oder so ähnlich. Ich glaube, war ein Theaterstück, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall so ein Schulding. Ja, und das hat mich sehr positiv beeinflusst, also was meine Meinung zu Trolley-Burgern angeht. Aber jetzt, wo ich so ein riesen Ding verputzt habe, da muss ich wirklich sagen, ist nichts. Leider habe ich noch ein zweites. Dumm gelaufen, muss ich irgendwem reindrücken, am Ende sogar mir. Mal sehen, wen ich dafür finde. Irgendeinen Abnehmer wird es schon geben. Statt Trolley-Burger empfehle ich ganz klar die Illner Outdoor-Schnitte, die ich in der legendären Folge Schönecker Scheiß vorgestellt habe. Ich blende das jetzt nochmal ein. Die bestand aus Brot, Chips, Tomaten, Mark, getrocknete Ananas und Trockenfleisch. Also das war wirklich lecker und auch viel gehaltvoller als so ein Trolley-Scheißendreck. Das Trolley ist schon in Ordnung, aber lieber zu den kleinen greifen, kleiner Snack zwischendurch, wie der Undeutsche sagt, und nicht die großen Dinger spachteln. Ja, leider haben wir über die Carbar-Göffel und Messereigenschaften jetzt nicht so wahnsinnig viel gelernt, weil es halt wirklich ein echt schwerer Gegner war, der Trolley-Burger. War nicht schön, kann man nicht behaupten. Also gut, ich würde sagen, Carbar hat mal wieder bestanden, soweit das möglich ist. Und was das Waffenrechtliche angeht, wie gesagt, ich tippe schwer auf Grauzone. Also ich denke, das ist ein Risiko, das man eingehen kann, weil ganz ehrlich, wie soll man das denn wissen? Das weiß auch kein Jurist, den du das fragst. Also das kann gar keiner wissen. Das weiß man erst, wenn es dazu ein Urteil gibt oder ein BKA-Feststellungsbescheid. Und das werde ich nicht anstrengen, weder Urteil noch Feststellungsbescheid. Letzteres kostet Geld und ersteres eventuell ein paar Lebensjahre. Also lassen wir den Scheiß doch lieber, belassen das schön in der Grauzone. Am Ende des Tages ist es auch nur verdammtes Plastik-Essbesteck. Also wird das wohl in Ordnung gehen. Ha, und ich habe ja auch gute Gründe angeführt. Also es gibt ja auch diesen Grundsatz, ne, wenn man es nicht wissen kann, dann kann man sich auch schlecht strafbar machen. Also wenn die Gesetzeslage unklar ist. Und ich würde sagen, das hier ist so ein Fall. Ich würde aber sagen, es tendiert dahin, dass es erlaubt sein müsste. Weil, wie gesagt, es ist halt scheiß Plastikbesteck. Also scheiße ist es gar nicht. Ich finde eigentlich ziemlich quinzig, muss ich sagen. Irgendwie hier so tactical, ich meine civil, ich meine grundgesetztreu neben der ganzen Freakshow hier sich einzureihen. Und Entschuldigung für das englische Wort, obwohl das passt eigentlich. Man sollte fürchterliche Sachen auch fürchterlich umschreiben. Deswegen Freakshow passt hier absolut. Der Carbar Tactical Spork, der ist auch ein Beschützer des Grundgesetzes und schwarz, also das muss man auch sagen. Ne? Insofern passt er auch ein bisschen in die Zeit. Spork hui, Trolley pfui, Grundgesetz. Ganz toll. Überlebt! Oder...
wohl.